nach diesem fantastischen Festival auf Fatuhiwa segeln wir nun zurück nach Tahuata. Dort bekommen wir von einem Einheimischen einen ganzen Haufen Früchte geschenkt und erwerben ein paar Rippchen. Es gibt ein fantastisches Strandbarbecue und anschließend geht's weiter nach Hiva'oa. Dort hoffen wir, unsere Einspritzpumpe endgültig repariert zu bekommen. Juli 2022. Wir haben Fatuhiwa verlassen heute Morgen und fahren jetzt nach Tahuata. Herrliches Segeln, Wind von 120 Grad, 15 Knoten Sonnenschein und 5 Knoten Fahrt. So macht das Segeln Spaß. Barrel läuft gerade hier ein mit Yvette und Alex an Bord aus den Niederlanden. Das sind die, die auf dem Weg von den Galapagos hierher ihren Mast verloren haben. Das wird heute eine unruhige Nacht. So wie die Barrel dort schaukelt. Genau so schaukeln wir auch. Das sind extreme Wellen. Es war nämlich vor Australien ein Sturm und der hat die Wellen hier hochgeschickt. Man sagt, unten in Tahiti sind bis zu 8 Meter Wellen über die Riffe. Die normale Höhe ist bei ca. 4 Meter. Und da sieht man manchmal, wie die Welle da reinschlägt. Aber jetzt, wenn ich filme, ist sie natürlich nicht da. Ja, man kann es nicht so genau sehen. Ich kann ja die Bewegung mitmachen. Ich muss mich ja nicht anlehnen. Aber natürlich ist das hier unten auch total unangenehm. Also es schaukelt, wie es noch nie geschaukelt hat. Jetzt gerade nicht, weil immer wenn die Kamera an ist, schaukelt es nicht. Jawohl. Jawohl, genau. Geht wieder los. Und das soll auch noch ein bisschen so anhalten, laut Wettervorhersage. Es sieht so aus, als ob unser Kaffeepulver ausgegangen ist. Und somit muss Omas Kaffeemühle wieder dran. Ja, Gott sei Dank, dass wir die haben, das gute alte Stück. So. Landgang in Tahuata. Wieder ein beschauliches Dörfchen. Alles sehr schön aufgeräumt. Keiner da. Unzählige Restaurants. So schöne Hähne gibt es hier. Komm mal her. Lauf doch nicht weg. Ja, heute gibt es wieder Kokosnuss. Ah. Bitte schön, schnell. Trinken. Man hat uns eine ganze Keule angeboten. Leider war die viel zu groß, damit können wir nichts anfangen. Aber jetzt haben wir so ein paar Rippen. Dann gibt es wohl mal Spare Ribs. Oh, von einem Hausschwein. Hier gibt es jetzt Kuchen zu kaufen. Annette, jetzt kriegst du doch was. Ja. Aber das
Das ist ein Tiki von Fatu Hiva. Und wir sind die ganze Zeit mit ihm jetzt hier unterwegs. Annette kann Gott sei Dank ein bisschen Französisch. Da draußen liegt die Limelight und so verbringt man hier den Nachmittag. Bootschrubben ist wieder angesagt. Hier von Barnekeln bis Rhein. Was wolltest du sagen? Damit wir dann schnell auch in den Turbutus unterwegs sind. Also, ciao! Das Unterwasserschiff ist wieder sauber. Aber jetzt geht das wieder los und das ganze Gerödel hier muss sauber gemacht werden. Getrocknet. Und dann wieder irgendwo verstaut. Je mehr man hat, umso mehr Arbeit hat man. Aber wir wollen nicht jammern. Das Wasser ist super, das Wetter ist toll. Endlich mal wieder ein Lagerfeuer. Oh, die Sonne, das ist ja geil. Das ist herrlich. Ja, ganz toll. Ja. Wir sind heute hier mit der Crew von der Fadelin und von der B-Balance. Dann machen wir ein schönes Foto von nach Hivaua. Vielleicht bekommen wir dort jetzt unser Motorproblem endlich gelöst. Vor uns zieht die Fradolin durch. Wir müssen jetzt wahrscheinlich noch einen Schlag machen und dann geht's rein in die Bucht von Atuona. Klar zur Wende! Ist klar. Reh! Hol über die Genua!
Foto! Die Aranui läuft ein in Atiwona. Das hiesige Versorgungsschiff, das alle 3 Wochen kommt. Morgens um 6:15. Aber der Captain, der ist ja ein Profi. Der kommt hier hinten an uns vorbei. Also wir können dem Captain schon fast die Hand schütteln. Ja, und heute sind wir natürlich auch Fotomotiv. Da sind auch schon alle wach in den Kabinen. Die transportiert nämlich Güter und auch Kreuzfahrtgäste. Anker ist drinne. Jetzt dampft sie in den Anker ein. Und zieht sich dann oder drückt sich hinten rum. Annette, alles klar? Okay. Das ist schon ganz schön eng. Ach, da vorne den Zweimaster, den haben sie andersrum gezogen. Der steht andersrum. Heute versuchen wir auf Ivaoa noch mal unser Glück mit der Einspritzpumpe. Ich habe hier Vincent an Bord, Flugzeugmechaniker. Der wird das jetzt hier schon richten. Wir nutzen die Zeit, bis jetzt das richtige Wetter und der richtige Wind kommt, um zu den Tuamotus zu fahren und ein paar kleine Reparaturen durchzuführen. Hier zum Beispiel hat irgend so ein Dickmops von Mechaniker in Mexiko unsere Treppenstufe beim Niedergang durchgetreten. Die versuche ich jetzt mal wieder neu zu spachteln. Und die Annette, die sitzt da und macht unseren Film 4 Jahre Limelight. Wir sind schon ein bisschen spät dran, aber sie macht also die Übersetzung jetzt ins Englische. Da unsere Fernbedienung von der Ankerwinch ab und zu schon mal Aussetzer hat, installiere ich da jetzt einen Notfallschalter, falls sie nicht mehr funktionieren sollte, dass wir darüber dann den Anker heben können. Wieder mal neue Löcher, neue Kabel ziehen. Aber es ist immer besser, einen Ersatz zu haben. Hier wird Bingo gespielt. Da sind die hier ganz wild hinterher und verlieren Haus und Hof. Also man muss denen immer Einhalt gebieten. Die sind ganz verrückt nach Bingo. Es wird alles aufgebaut für eine Party heute Abend. Leider fängt die erst um 7 Uhr an. Hoffentlich schaffen wir das noch bis dahin. Wach zu bleiben. Jetzt haben wir gerade gut gegessen und jetzt warten wir hier, dass hier irgendwas passiert. Es sieht ja so aus, als ob es hier eine Party gibt. Und wie schön, dass hier immer so geschmückt ist. Total super. Ja, leider ist die Party nicht in Gang gekommen. Die Musik ist zwar da, aber sonst keiner. Wir haben einmal getanzt und ich glaube, jetzt sind wir müde und gehen nach Hause. Ausblick auf Atiwona. Ich habe jetzt gerade meine Tauchflaschen gefüllt wieder bekommen. Es ist sauteuer, also 1000 französische Francs. Das sind fast 10 Euro für eine Füllung. Und das ist ein Blick ins Ankerfeld. Da vorne steht die Limelight. Wir wollen heute Ivaoa verlassen
und nach Tahuata fahren. Und dort warten wir auf ein günstiges Wetterfenster zu den Tuamotus.